Du durftest ja nicht entgehen. Ich durfte MTM auch gehen. Ja, sei jetzt mal kurz. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das Name. Hallo Kuckuck, bevor das eigentliche Video startet, wollte ich noch kurz eine Ansage machen. Dieses Feedback ist nämlich diesmal wieder etwas durcheinander. Wir haben den MCM geladen. Der macht zurzeit mit dem Herodes ganz viele tolle Sachen, Weim und Tag und Nacht und so ein Gedöns. Und da war der jetzt halt mal mit da und das ist halt alles etwas ein bisschen chaotischer geworden und ein bisschen durcheinander. Der Unterhaltungswert ist, denke ich mal, relativ hoch. Es gab sehr viele lustige Situationen. Aber es ist auch ein bisschen anstrengend, sich das anzuhören, glaube ich. Also ich fand es ein bisschen anstrengend, als ich das Video geschnitten habe. Und yo, der Informationsgehalt bleibt da ein bisschen auf der Strecke, aber das nächste Mal wird es wieder ein bisschen gechillter. Der MCM kommt nicht nochmal mit. War trotzdem ganz lustig. Also MCM ist ein bisschen alternativ, aber es lag nicht nur an ihm. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall sehr lustig und als kleines Bonus-Schmankerl, sage ich mal, ist in den nächsten paar Wochen irgendwann mal geplant, dass wir ein Schulgeschichten-Spezial machen. Das wird ganz toll bestimmt, weil so 5 oder 6 Leute kriegen wir zusammen, die mit mir und so, wir waren alle in einer Klasse und da kann man mal alle Lehrer durchgehen und da kommen zwangsläufig ganz viele lustige Geschichten und das ist bestimmt ganz toll. Und yo, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr vielleicht auch dann öfter so wollt, dass wir über bestimmte Themen reden, so ein längeres Video lang. Keine Ahnung, fixe Idee. Auf jeden Fall Schulgeschichten, denke ich mal, kommen gut. Das war's der langen Vorrede. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Watch Dogs, es kommt raus. Ach so, eine Sache noch. Ihr solltet mal echt unten in die Textbeschreibung schauen. Da sind ja die ganzen Timestamps, die Verweise, was wir wo besprechen. Da könnt ihr auch diverse Stellen überspringen. Und ab einem bestimmten Punkt war es dann auch ein bisschen gechillter. Es ist dann da unten auch rein verlinkt. Also guckt mal da runter oder guckt es am Stück oder wie auch immer auf jeden Fall. Yo, peace! Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. Was machst du da? Setz dich jetzt nicht. Mach's mal bitte noch einen Tick leiser. Ja. Nee, wirklich. Das ist so du kannst es auch gerne ausmachen, wenn es dich stört. Lass dir nichts einreden. Weil, weißt du, es ist halt echt. Ganz schön langes Intro-Video. Es wird geschnitten. Nee, Alter, das lässt du so. Nein! Ja, komm, der zweite ist der zweite Anruf. Alter, ich setz mich jetzt erstmal hin. So ist gut die Lautstärke. Ich will. Mach das einfach ganz aus. Oh, ja. Mach den Arsch hoch jetzt. Was? Was? Du kannst ja unter Ring nachmachen. Mach du. Nicht das hier. Musst du das Ring und Luigi. Also kannst du nicht das. Das Problem ist nämlich, wir müssen jetzt Feedback geben, wer das beim Feedback macht. Ja. Hallo. Ja, ja, hast du hast eben gesagt, dass wir beim Feedback überhaupt machen. Ja, Frau Frank, warum genau. Ist die ganze Zeit tot, Mann? Nein, weil. Wir müssen jetzt wirklich alle im Bild sitzen. Ja. Und die Musik ganz leise machen, damit die dann auf der Kamera auch hören, dass wir überhaupt sagen. Er war ja schon tot, Alter. Er hat es doch gerade lauter gemacht, oder hab ich das nur gehört? Hab's nicht. Nee, ist ja nicht schlimm, kann ja aus Versehen gewesen sein. Oh, halt lustig. Das ist ja lustig, Alter. Ja, Robin, wenn einer echt nicht deutlich erklärt, was sie abgeht, und sie gleich sind. Komm, wir haben einen Teppich schon. Ich dachte, das gewogen schon Robert immer. Oh, ja, bitteschön. Ja, was ist das? Das genau, hast du jetzt hier. Das dreht sich ja nicht mal. Das ist egal, aber es funktioniert. Ich habe damit gestern Looping gemacht. MCM, du musst die Musik echt ausmachen, sonst hörst man ja, aber das Ding ist auch, da muss nur ein Lied dabei sein, was erkannt wird. Dann lass mal so. Dann wird das, ja, wird das Video gesperrt. Ja. So geht es. So. Hi, Leute. Wir sind heute hier in Illustra Runde. Willst du das Intro einblenden? Nee, ist okay. Nee, wir wollten ja die Fragerunde eröffnen, weil du hast ja irgendwie brennende Fragen. Wir haben nämlich MCM jetzt hier sitzen und Nils und Danny, die waren ja schon mal in 4, 5, 6 irgendwo da, waren die schon mal am Start und jetzt haben wir noch
NSCM. Bevor ihr das Video abbrecht, MCM spielt auch bei Weimar Tag und Nacht mit. Robin bringt das mal noch in der Beschreibung. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Doch, ich kann das nicht überlegen. Oh, gib mal eine Ja, was soll ich meine? Das sind deine. Ja, ganz einfach. Verdient dich. Jo. Danny, hast du nicht erstmal, bevor wir zu euren Fragen kommen, hast du nicht brennende Fragen oder Können wir das später fragen? Okay, die brennenden Fragen, wer hat den größten Penis? Anna, ganz ehrlich, Anna. Das finde ich gut. Das find ich gut. Nur weil du deine Fragen noch nicht bereit hast, musst du dir wieder aushelfen, oder? Ja, genau. Anna, wo gehst du denn schon wieder hin? Schaut, ey. Dein Penis waschen. Oh Mann. Ich wollte dein Gesicht ein bisschen. Yo. So, also was ist deine Frage? Nee, wolltest du nicht das Intro einrippen? Oder war das, weil ihr habt gleich irgendwas... Doch, ich will es halt so geil. Deine Mutter ist eine dumme Kuh, das heißt, Alter, das siehst du nicht. Ich ficke dich in den Knast, weil du wärst. Kannst du die Leute halt nicht in den Knast ficken? Das ist halt... Er hat auf dem Weg her die Regeln fürs nächste Rap-Battle erklärt und meinte so, wer die Mutter beleidigt und die Eltern, der wird disqualifiziert. Er fängt ja an mit Rap, ich ficke deine Mutter. Ist ja noch nicht Rap-Battle, ja? Ja, aber trotzdem, so halt ich... Echt lustig. Ich sehe dich, du kleiner Spaß. Du gehst heim, du böse Wicht, du kleiner Spaß. Eines Tages wirst du singen, du kleiner Spaß. Du machst die Hosen nach, du kleiner Spaß. Das singt ihr ja durch einem Lied. Yo, Leute, jetzt habt ihr so einen kleinen Querschnitt zu unserem Alltag bekommen. Oh Mann. Jo, der Querschnitt nimmt alle mal weniger Drogen. Das ist doch mal. Hier ist der Aschenbecherplatz. So. Okay. Jo. Drogen und Chemie ist für Kinder nicht gut. Ihr könnt doch in die Topfpflanzen erschaffen. Das ist für so ziemlich jeden nicht gut, oder? Ja, doch. 13-Jährige oder 14-Jährige, was man schon sieht, die fangen schon mit Alkohol an. Was sind daran noch so schön? Das ist nicht schön. Das ist, ich habe ja letztes Mal hier mit Martin. Und das sind Kinder. Ja, sag mal, eine, die alt ist wie Martin. Die hat hier besoffen, Buddy. Ja, Lara. Nein. Wir sind auf Sendung. Lara, nimm keine Drogen. In deinem Alter. Das ist zerfristig. Dann wachsen die Brüste nicht mehr. Ja. Okay. Und untenrum siehst du aus wie Blumenkohl. Genau. 40. Dann siehst du aus, deine ganze Haut bis nach unten ist verschwollen. Wir haben nämlich einen Bildungsauftrag, deswegen ist MCR am Start. Das ist jetzt aber gemein gegen mich, oder? Gegen dich? Ja. Wegen deiner Haut. Alter, wo ich das da gesehen habe, den Handschlag. Ich würde niemals Drogen nehmen. Er hat auch ein echt nettes Geburtstagsgeschenk für mich schon sich ausgedacht, ganz komplex. Ich darf ihn auf beide Seiten hauen. Zum Geburtstag, da freue ich mich auf beide Seiten mal schlagen. Das ist nett, ey. Da hast du richtig schön was gebastelt für mich. Hast du richtig machst du dann so einen Toasterabdruck, die eine Seite so und die andere so, dass das dann auf der das hat Kalle nur erzählt, dass das die Hände, die Finger waren. Ich habe ihn so geschlagen, aber die Falten waren ja, das hat mich dann auch gewundert. Ja, keine Ahnung. Jo. Also MCM, wir haben so auf YouTube ein paar Zuschauer, ja? Und die stellen uns manchmal Fragen. Und die beantworten wir jetzt. Jo. Du kannst auch mitmachen. Es gehen manche an uns, manche sind so allgemein. Was ist, die ich weiß? Was? Was ist, nee, du die musst ich ja nicht weiß? Das ist ja kein Ratespiel. Das macht mich halt nicht heiß, gell? Ja, genau. Genau, das ist die richtige Einstellung. Da, wo du was dazu sagen kannst, sagst du einfach was dazu. Also, kannst du auch gerne Eigenwerbung machen, das ist ja auch angebracht. Ja, ich mach ja viel Werbung. Ich mach schon viel Werbung. MCM rappt nämlich. Kameratyp zum Beispiel, ja, fragt, wer von euch hat Game of Thrones gesehen? Und freut ihr euch auf Staffel 4? Hast du wahrscheinlich nicht gesehen? Nee, deswegen... kenne ich nicht. Erstmal, wir können ja Hände heben machen. Wer hat's gesehen? Echt, ja? Guter Mann. Jo, nee, ist geil. Solltest du auch mal gucken, MCM. Ist voll brutal. Ganz viel. In der ersten Staffel gibt's ganz viel nackte Haut. Weil sie brutal gut aussehen. Ja. Ja, drei oder so. Also jedes Jahr eine. Jo, fand ich richtig gut, aber gibt bessere Serien. Weimar Tag und Nacht. Zum Beispiel. Das wird ja auch noch ein Thema. Das war ein großes Thema, Weimar Tag und Nacht. Das wird unser großes Abschlussthema. Weimar Tag und Nacht wurde viel. Mit der Robin hat er ganz viel mit zu tun. Kein Schmerz. Hab ich überhaupt nicht. Du spielst auch mit, ich hab dich schon eingeplant. Nein. Ja. Mein Gesicht wird die ganze Zeit erkannt. Da wird nicht gespielt, Leute, ne? Also, das ist ja. Nee, also da wurde mal gespielt, das muss ich einstecken. Wir spielen nicht mehr richtig, wir lassen die Kamera einfach laufen und so ist es besser. Ich hab ja eigentlich umgeschossen. Das war Wirklichkeit alles am D-Tag. Ja, oder? Was sagst du zu Gewalt? Gewalt ist bedingt eine Lösung. Okay, aber gut, dann läuft's. Gegen Randgruppen geht das. Der böse so ein böser Junge, der
ich jetzt anfangen, einen Namen zu erzählen. Jetzt müssen wir aber hier losgehen. Ja, wir sind echt gut dabei. Jetzt zum Beispiel kommt eine Frage direkt an dich hier. So. Und er fragt nämlich, mein Lieblingsboss aus jedem einzelnen Metal Gear Solid Teil. Er sagt Psycho Mantis, Vamp, The End und Liquid Ocelot. Und ich sage Raven und Lucho. Vamp und The End und ich komme nicht drauf, Octopus, irgendwas. Die sich hier so unsichtbar machen kann. Im zweiten Akt bei Metal Gear Solid 4. Jo. Boah, ewig um sich aufzustellen. Brauchst gar nicht. So, einer sagt hier Ostenherz. Findest du den Osten von Deutschland schön, MCM? Alter, ich hab das gesehen mit dem Typen auf dem. Geil, gell? Okay? Ja, der Dorn, der Böhmer. Wie heißt der? Der Döner, Mann. Das war echt geil, Schauspieler. Ja. Ey, Döner macht schön. Genau. In der Osten Deutschland. Es gibt noch eins, bei Döner sieht aus wie eine Muschi. MCM ist der 80er-Jahre-Film in diesem Video hier, weil er kommt immer mit epischen One-Linern wie Arnold Schwarzenegger und so immer so ein paar Wörter vom Rand rein. MCM ist gerade da, um die Stimmung hier zu halten. Ja. Nee, also ich weiß nicht, ob jeder MCM kennt, sollen wir ihn mal ganz kurz introducen? Na, der ist Rapper, das ist Weimars bekanntester Rapper, der MCM. Der irgendwann seinen Wunsch erfüllen und sein Ziel erreichen will. Ja, also mit Herr Rote. Stadtbekannt, was ist dein Ziel? Groß rauszukommen, egal ob ich ein Comedy mache oder Rapper, ist doch scheißegal. Hauptsache man zieht sein Ding durch, egal ob ich Menderes 2 bin, ich zieh mein Ding durch. Ja. Aber ist ja Menderes ein Begriff? Ja, das erklär ich dir. Menderes ist aber 5 oder 6 Mal bei dir. Ja, das erklär ich dir. So lass ich auch weitermachen. Ja, der ist dran geblieben, also stimmt, der hat nie aufgegeben. Ich gebe auch nicht auf, ich mach weiter. Ich mach das jetzt mit denen da, mit Herr Rotes. Hallo. Hm. Herr Rotes ist ja auch entlassen, er ist ja kein Kamera mehr. Das denkst du gar nicht, Herr Rotes gerade auf die Backe geschlagen wurde? Ja, das sahen sie in letzter Zeit auch heute wieder, Leute. Warum? Weil es bei dem immer so dick anschwillt. Wird. Er kriegt immer so dicke Haut. Felix, der Meister 1. Männlich. Sagen sie, diese Videos sind einfach viel zu lang, mal ernsthaft, wer guckt sich das denn bitte an? Und kriegt gleich irgendwie gefühlt 20 Kommentare an den Kopf geklatscht, ich und so weiter. Und ja, der Ursprungsgedanke ist ja, dass man vielleicht das auf dem zweiten Bildschirm hat oder beim Zocken hört, ne? Jeder scheiß Benze, wie du einen zweiten Bildschirm hat, oder was? Scheiß Benze, vor allem habe ich den von Daniel geschenkt gekriegt, ich Benze, ich. Ja, wer Daniel wäre, die Benze. Jeder Benze hat eine Grafikkarte und 2 Eingänge. Braucht man das dafür? Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Wie hast du die dann angeschlossen? Ja, Daniel gemacht. Achso, ja, Daniel. Das auch, ja. Ja, Le Pet sagt zum Beispiel, ich gucke diese Videos ganz an und wer meint, es sei Zeitverschwendung, der solle mal sich selbst reflektieren und gucken, ob man selbst die Zeit wirklich sinnvoll nutzt. Und da spricht er ja ein wahres Wort, weil, also, ne? Naja, komm. Nicht viel von dem, was man so tut, ist ja. Also ob man jetzt Fernsehen guckt oder das, oder ob man sich am Fläumchen rumspielt. Wir können das ganze Thema Sinn des Lebens kommen. Was ist sinnvoll, was ist nicht? Ja, keine Drogen sind nämlich nicht sinnvoll. Das war, glaube ich, eine Verneinung zu viel. Eine Verneinung zu viel. Aber wenn ihr euch entscheiden könnt, ist Drogen oder Feedback, dann wäre Feedback doch weniger Zeitverschwendung. Oder Feedback mit Drogen. Ja, dann wäre das echt gute Alternative. Dann sitzt du vorm Fernsehen. Ich bin total breit oder fies, Mann. So, ich mach den ganzen Tag und chill in die Ecke und mach nichts mehr. Weil du den ganzen Tag dicht bist. Wow, was hast du gelernt? Ganz da in der Ecke und bist jeden Tag breit. Nichts. Gehst nicht mal arbeiten, deine ganze Haut verfällt, weil du jeden Tag breit bist. Genießt, fixen, was es alles gibt. Brüsteln. Meth, Scheiß und allen möglichen Scheiß. Ja, also, ich hab jetzt. Drogenkacke, also Scheiß Drogen. Ey, ich hab, also, Kinder nimmt keine Drogen mehr. Dann trinken lieber ein Bier, Alter. Ja, ach, genau. Ich wollte nur kurz gerade anmerken, ich habe jetzt nicht gelacht, weil das falsch war, was du gesagt hast. So. Weil das halt gerade so. Das war halt gerade gar nicht das Thema, aber trotzdem gut. So wie ich gerade gemeint habe. Ja, nee, super. Super Message auf jeden Fall. Ja, was wolltest du sagen? Bier hatten wir da, war gesagt. Bier hatten wir da. Du kannst Korn trinken. Ich denke, dass das zu bedeuten hat. Ja, Alter, damit ihr schon breit seid, habt ihr alle frei? Also ja, ich hab's von Robert, ja. Achso, ja.
Du hast morgen frei. Ich hab morgen frei, ja. Sie hat gesagt, du hast dich frei. Ich hab morgen frei. Toll. Robin weiß ja super Bescheid. Der fragt mich auch. Arschloch. Ja. Keine Ahnung, ich hab vor allem nur vermutet. Ja, dieses Mal, Robin hat eine Freundin, weiß ja nicht mal, ob er seine Freundin, ob er freier hat. Sie da freier, halber freier. Ja. Das schwankt, die wird bestimmt eh wieder angerufen und hat morgen dann doch. Ich nein, fragen. Ich hab das mit ich glaube, sie sollte das hinten auf Facebook posten auf seiner Seite, dass jeder sieht, dass, er, dass seine Freundin freuen wird. Superbrot 1992 sagt, was, dass wir haben das Brot? Superbrot. Meinte mal, er hätte mit Daniel einen Capoeira-Kurs besucht. Macht ihr immer noch Capoeira oder einen anderen Kampfsport? Nein, doch. Du, ja? Das haben wir, das tanzen wir doch immer zusammen. Capoeira tanzen wir immer in der Disco, ja, das genau. Stimmt. Da muss man so... Und das Kadung, Zingang und Zwischen. Zinga und Kokorina. Ja, genau. Das war... Das war... Bin ich im Facebook. Ich bin nicht in sozialen Netzwerken. Das ist so. Die muss ich teilen. Ja, aber ich bin nicht so der mit den sozialen Netzwerken. Lass ich wie Elvis aus? Was soll ich sagen? Das fand ich mal als Kompliment auf. Ja, ich so. So, weiter geht's. Jo! Was war die Frage? Ach genau, Kappa, ja, das hat's mir bei Disco. Ja, und ich wollte sagen, ich hatte das nur eine Woche mit Daniel und Kalle und so. Und als Projektwoche, gell? Als Projektwoche und das war ganz lustig, aber... nicht weiterführen. Kameratyp sagt noch was. Leute, ich habe einen Plan, wie wir Millionen verdienen können. Wir besorgen uns eine Bank und eine Shotgun. Oh, mit dem Gummibär schmeckt das Bier nicht. Ich habe eigentlich jetzt wieder zum Quereinsteigersatz gerechnet. Kannst du nochmal stellen? Max Stone antwortet darauf mit, Leute, ich habe einen Plan, wie wir Millionen verdienen können. Wir veranstalten ein Nostra-Fan-Treffen mit Kuchen, aber dann gibt es gar keinen Kuchen, sondern nur Nervengas und Organklau. Okay. Am Plan steht. Mach mal. Hey, warte mal. Nein, wir verkaufen Teebeutel. Warte mal. Die sehen aus wie Gras und dann hast du auch eine Million gleich. Ich muss mal meinen Fuß hier irgendwie. Meganova sagt, ich habe eine bessere Idee, um reich zu werden. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist eine Menge Geld. Mach mal, Alter. Ich hab auch was. Ich bumse dich so, wie du es brauchst. Alter, du guckst gar nicht. Ich mach gerade voll den Witz. Jetzt mach mal. Ich hab auch was. Ich bumse dich so, wie du es brauchst. Pornos dein 69 auch nur wenn deine Muschi frech ist. Muschi frech ist, riecht gut, schmeckt gut, bla bla bla. Das kann man jetzt gar nicht zur Geltung. Was? Wie viel Geld kriegst du jetzt eigentlich? 1 Euro. 8,50. Romeo und Julia TV, das ist für mich Hochdeutsch. In der Schweiz ist das noch viel schlimmer mit Dialekten. PS, sagt mal Tschutschi Schächtli. Tschutschi Schächtli. Tschutschi Schächtli. Was? Du sprichst doch gar kein Ostdeutsch. Nee, das ist viel geiler. Da warst du. Nee, du warst noch beide, keine Ahnung. Chef, da kann doch kein No-Slide. Ja, ja. Chef, da kann doch gar kein No-Slide. Ganz, ganz klassisch. Oh Mann. So, 19 Supply 92 wird sich freuen, denn er sagt, jawohl, durch einen MCM-Kommentar ins Video gekommen. Das verlangte Feature gab es ja mittlerweile schon. Danke dafür. Er bedankt sich für das Feature von euch beiden. Wir, naja, mal schauen, ob wir nochmal ein Video. Nee, wir machen mehrere Videos und machen mal ein Album. Ja, also richten auch eine Musikoffensive. Ja, aggressiv underground. Wie viele Staffeln Weimar Tag und Nacht sind eigentlich bis jetzt geplant? Und gibt es Gastauftritte zum Beispiel? So viele, wie es bei Berlin Tag und Nacht gibt. Mhm. Gibt es Gastauftritte zum Beispiel von Borki oder Ecke? Ecke glaube ich nicht, aber Borki dachte ich... Ja, Borki ist keine scheiß Idee. Borki wollte ich eigentlich mal, wäre keine schlechte Idee, ja. Aber Ecke nicht, weil der hatet das nicht. Hier, die will auch mitmachen, lass die mitmachen. Wer? Hörst du das schwer? Das ist so eine Hose. Nein, das ist geil, er müsste es nicht rausnehmen. Die will auch mal mitmachen, die kann gerne mitmachen. Wie ist die? Ich seid ein Basi. Ja, das, ja. Das ist ja schon geil. Die heißt auch wirklich. Statt Basi. So ein geiler Name. Ja, süß, Alter. Naja, wenn du nicht immer postest, ich schreibe Minus. Ich darf's ja nicht schreiben. Mann. JMP Butterfly, das Bild. Was denn? Wir hatten schon über die Musik geredet, ne? Lass die laut. Mach die mal bitte irgendwas. Doch ein Stück leiser. Ja, das wenn Problem die zu laut ist, dann wird die erkannt und wird das Video gesperrt. Das wäre ja echt scheiße. Ja, genau. Was, wegen sowas? Ja. Warum?
wegen der GEMA. Das weil wir die Rechte nicht an der Musik haben. Wegen Datenschutzrechten. Was ist das mit meiner Mucke für Typen? Das ist ja... Das ist ja nicht deine Mucke. Ja, du hast sie gar nicht selber produziert. Ja, hat Musik von mir. Ich hab die nicht mal drauf, Leitung. Ja. Fürs nächste Mal gemerkt, Herr Rudis. Stimmt, da nehmen wir nur eigene. Ja, machen wir so online. Ich zeig dich den Metal-Finger und gib dich auf den Fall. Jeder ist der Meinung, dass das ist jeder Wichser hat ein schlechtes Gewissen. Wenn du denkst, was du hast, guck dich an. Kein Spaß, du wohnst in den Knast. Yeah. So, weiter geht's. Romeo und Julia TV fragt, kommt ihr mal in die Schweiz? Früher oder später kommen wir da bestimmt mal hin. Darf ich nochmal eine um unsere Millionen YouTube-Money zu bekommen. Muss ich entscheiden. Nee, sorry, die müssen echt für morgen noch rein. Da dreh ich mir eh nur. Ja, mach. Aber ich stehe da. Und JMW Butterfly sagt, das Bild mit Cuddy ist sehr epic. Epic. Ja, das ist mit Colton Rod. Da war der Jens ein Bild mit Colton Rod auf der Kette gemacht. Dankeschön. Chalapio sagt, er will bei Rodes. Hau mal. Was war MCM? Der ist gerade Er will. Was machst du da eigentlich? Chalapio will dich tanzen sehen. Wem? Los. Dich? Ja, du stehst aber auf mich. Ich will ja Rodes tanzen sehen. Nö, kannst du mal. Darf ich mal eine Mucke anmachen? Nein, warum nicht? Ich mach aber nicht den Bodenfahrt da rein. Ich mach aber keinen Hip-Hop frei. Ich hab neue Musik. Nein, es wird jetzt mal bitte keine Musik angemacht. So. Ey, Kuh Weasley oder so. Weasel rum. Ich mag die gesamte Atmosphäre in diesem Video nicht. Die anderen Feedbacks waren sehr entspannend, aber hier machen wir zu viele mit. Ja, gut. Wirst du wahrscheinlich dieses Mal ähnlich empfinden, obwohl das letzte Mal war noch viel chaotischer, weil ihr alle auch übelst besoffen wart am Ende. Wo soll ich der Conny irgendwie mit auch was? Ja, auch mal. Ja. Ja, wo Kalle die ganze Zeit abwesend war. Kalle die ganze Zeit. Ja, Kalle ist zu geil. Typ. Ja, aber wenn's für aber die, das letzte Mal war wenn es für die Groff ist, aber entspannend ist, dann ist es für mich immer übelst einschläfernd. Ich habe hier ein bisschen Party. Ja, also ich will jetzt gar nicht da anderthalb Stunden rumzusitzen und zu reden. Ja, ich will erstmal ein bisschen Spaß haben. Ja, genau. Ja, auch mal raus. Ja, der Typ, der dann nämlich das letzte Mal hier mitsaß, der Noah, MetalFreak767, kommentiert nämlich als nächstes. Sehr löblich. Da hat er wirklich alles rausgepiepst. Ja. Was ist ein Beispiel? Alles. Ja, was? Alle Namen. Ihr Schweine, ihr habt meinen Weimar Tag und Nacht verletzt. Nächstes Mal will ich aber auch so einen lecker Kaffee mit Herr, wie Herr Rodes im Nostera Furz Video. Schön mit Grün. Fand das voll nicht gut von Anna, mir keinen anzubieten, also echt nicht. Und Leute, kauft bei Mundzuhr. Dann pass mal auf, ich habe. Leute, kauft immer bei Mundzuhr Döner. Das ich habe die Filtertüte mit dem Kaffee, für den der Herr Rodes den ja getrunken hat, die Filtertüte mitsamt dem Kaffee ist auch immer noch in der Maschine. Ich heb das auf, wenn das ne, nächste Mal da zeig ist. Zeig das doch mal in die Kamera. Ja. Nee, das wird jetzt peinlich von den zwei schnieken Jungs. Nee, Herr Rodes sitzt ja vorne in die Kamera. Oder den zwei schnieken Jungs. Ja, noch, nachher. Nein! Aber wie gesagt, ich hallo, kann ich bin Elvis, da kannst du es drüber machen. Elvis mag war schon mit der Kappe. Ja. Die Katze schon wieder da. Nein, komm, hier haben wir den Check ein. Kala4 sagt außerdem, fragt, ist das jetzt eine Aufforderung, uns euch unsere privaten Handynummern zu schicken? Weil wir das letzte Mal ja einen Fan angerufen haben. Nur in den Kommentaren. Ein Mädel. Ja. Nur Kommentare ansonsten. Es haben tatsächlich zwei eine Nummer reingeschrieben, aber ich glaube, die eine ist schon mal nicht echt. In die Kommentare. In die Kommentare, ja. Schlau. Chalapio, zu dem Verdummungsthema. Mir ist aufgefallen, dass dumme Menschen sich meistens als jetzt kommt's schlau empfinden. Hier ist die Einbildung der Intelligenz meist vom Verdummungsgrad des Subjekt abhängig. Der Chalapio zieht hier voll durch, ey. Habe ich zumindest beobachtet. Ich würde mich selbst ehrlich gesagt auch zu dieser Art dummer Menschen zählen, obwohl ich mir Dokus im Internet anschaue. Ja, dumme Menschen haben mehr Glück rauszukommen als klügere Menschen. Da hat er recht. Das stimmt. Aber die Frage, wann ist man schlau? Weißt du, wenn die man sagt. Die Frage ist, wenn man sagt, in Deutschland überhaupt schlaue Menschen, weil alle sagen ja, oh, der ist dumm und der ist dumm. Wow. Jeder Mensch hat für mich eine Meise im Kopf und nicht nur. Und das jeder hat seine nicht. Fehler und die sollte ich mal alle selber angucken und nicht immer auf Facebook drunter kommentieren. Du hast diese Rechtschreibschwäche! Und dann würde ich sagen, ihr fick dich, schreib weiter drunter, umso mehr Hype kriegst du rein, umso mehr Leute labern und ne? Aber das stimmt, jeder hat ja auf seine Art und Weise. Ist man, also wie, man ist man schlau? Nein. Jeder hat auf seine Art und Weise seine Probleme und alle sagen, sie sehen, ihr seid alle scheiße. Ja.
ist man schlau? Also wenn man sagt, man ist nicht schlau. Ne, wenn man sagt, man ist schlau, ist man dumm. Na. Nee, wenn man sagt, man ist nicht schlau. Nein, doch nicht jeder, das kannst du dich pauschalisieren. Natürlich. Also nur einen Kampf. Es gibt so viele dumme Menschen und die sehen das selber noch nicht mal, obwohl sie in einer guten Schule sind. Die sehen selber nicht mal, dass sie selber dumm sind. Weil sie selber Probleme haben, die regen sich immer über die falschen Leute auf und zupfen sich nicht mal an deine eigene Nase. Ja, das ist Selbstreflexion. Ja, komm weiter! Nein, nein, das ist wichtig. Es ist ja, Bildung ist ja nicht gleich Schleuer. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. 1-0, wie zum Beispiel Susanne F., die ich jetzt nicht weiter erwähne. Die hat ja auch nur aufs Gymnasium geschafft, weil sie bei mir abgeschrieben hat. Ach so, ja. Auf dem Papier, weißt du, ist es ja und so. Aber auswendig lernen ist ja auch nicht gleich, dass man clever ist. Ich mich immer noch frage, was man bei dir abschreiben könnte. Aber, okay. Hallo, in der Grundschule, ja. Da war ich irgendwie zu cracken. Ja. Okay. War ich vielleicht ein bisschen gegen Tresen gefinkelt? Als Sprache. Statt er heute. Das stimmt voll nicht, Mann. Das war Sebastian P. Das stimmt voll. Passend fragt nämlich Keva Viva gerade. Ihr habt schon alle einen an der Marmel, oder? Wie wär's denn mal wieder mit Schulgeschichten? Ich habe, als ich diesen Kommentar gelesen habe, gleich das Stuhlkreis-Domino aufgeschrieben, was ich mit Robert bei uns in der Aula gemacht habe. Das ist sehr lustig. Wenn man nämlich ganz viele Stühle hat, wie in der Aula, alle Tische an den Rand stellt und dann die Stühle jeweils so hinstellt, dass die kippeln, ja, und ich glaub, jeweils. Stellt man um Kreis und dann steht man alle auf und rennt um den Stuhl. Nein, das beim jeweils hinteren, ja, dass das aufliegt, so, dass quasi alle in der Kippe sind. Wenn man den ersten wegzieht, dann fallen alle um. Und wenn man den ersten dann an die Tür stellt zum Beispiel, ja, und die Tür geht auf und er fällt um, und dann geht das so eine ganze Reihe von umfallenden Stühlen. Das ist voll lustig. Nein, es gibt doch noch was anderes. Wenn du deinen Stuhl schmeißt, den Funkel. Auch eine Variante, ja. Sicherlich. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare unter dem Video. Ja. Also schreibt hier Kommentare. Ja, und ich eigentlich sehe mich. Ah, da, der Kleine. Ja. Jo. Und was du angerissen hattest, ne? Was ich angeblich arme kleine Regenwürmer zerstochen habe. Ja. Ich nehme noch ein Bier. Hm. Ja. Bringst du mir was? Kommen die auf einmal alle her? Ja, ich bring mein Bier. Den Korn. So. Den Korn, das letzte Bier ist für mich. Ich krieg keinen. Kommst du echt? Du teilst mit MCM. Nee, ich muss arbeiten. Nächstes Jahr? Fragst du nicht, ich muss auch arbeiten. Ach, du Scheiße. Teilmonster? Nee, danke. Ach, leck mich am Arsch, ich hab keine Das ist gerade nicht so ganz. Ich kann euch auch einen Gläser geben. Oh ja, mach mal zwei Gläser mit Bier, Alter. Das ist übelst eine gute Idee. Ja. Muss doch auch bei ihm Kuchen machen. Ja, also wie gesagt, so Schulgeschichten, so aus dem Ärmel. Ja, aber, so Schulgeschichten. Erzähl mal eine Geschichte aus deiner Schule. Nee. Doch, komm, eine. Attacke. Irgendeine. Ich erzähl auch noch eine. Wenn ich jetzt das erzähle. Mit Nils war ich bis zur 4. in einer Klasse, das war sehr schön. Ja, ich bin bis zur 9. Dann macht das andere noch. Wir müssen ja teilen. Warte mal, ich bin bis zur 9. In der 9. bla bla bla. In der 9. bin ich rausgeflogen aus der Schule. Was hast du verbrochen? Weil angeblich jemand hat einen Hitlergruß gemacht und angeblich war ich es gewesen. Wieso fliegt man da raus? Alter, da warst du noch blöd. Da verstehe ich auch wirklich nicht. Allerdings hat Daniel auch einen Hitlergruß gemacht, den muss ich. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesehen. Weil ich schon mehrmals Scheiße in der Schule gemacht habe, nicht nur einmal, aber Hitlergruß mache ich generell nicht in der Schule. Ja. Ja, man muss das immer im Kontext sehen. Also bei uns war das sehr lustig. Das war einfach dieser Kitzel vom Verboten, die Lehrerin dreht sich um. Das Schönste war bei mir in der Schule. Und dann ich kipp einen mit Cola voll in der Pause und was mache ich danach? Kopf an Kopf mit jemandem zusammenstoßen, ein paar Minuten ist die Pause um, gehe ich hoch. Kommt erstmal Direktorin hoch und sagt, Herr Krümer, hier, der hat Nasenbluten. Da habe ich gesagt, wieso? Na, sie haben den doch Kopf an Kopf gehauen. Und dann hast du dann erstmal meinen ersten Verweis gekriegt. Welchen warst du? Pester. Gern. Ja. Mhm. Ja. Weiter geht's. Ja, wenn wir jetzt noch ein paar Schulgeschichten einfallen, ja. Ansonsten haben wir erstmal Phantom Zero, der sagt. Ja, ich hab aber noch was. Ja? Was? Die alle noch in der Schule gehen sollten, am besten sich mal richtig konzentrieren und die Schule schwänzen, in Atrium und ganze Zeit rumhängen und chillen. Wow, ich muss mal nicht in die Schule gehen, gerade die 13- oder 14-Jährigen.
Das stimmt. Es gibt so viele, die zur Zeit übel schwänzen oder chillen auf dem Theaterplatz wie die Assis. Gut, war ich auch einer davon, aber das habe ich mir abgewöhnt. Schön. Weil ich muss mich nicht nur beim Punks hinstellen, jo, ich mach mal einen auf Assi und geh nicht mal in die Schule. Saufen wir ihn rein oder. Man kann ja auch nach der Schule saufen. Ja, kann man machen. Aber man sollte in der Woche generell nicht trinken, weil andere gehen arbeiten, andere gut, bei mir ist das. Das ist Apfelwasser, ja? Das ist Apfelsaft. Nein, heute ist das mal eine Ausnahme, weil ich trinke in der Woche eigentlich gar nichts mehr. Nur noch am Wochenende. Ja, finde ich auch gut. Wenn ich jetzt mal auf Party bin, da trinke ich auch noch ganz selten ab. Ich bin in 4 Wochen fertig mit Schule, ich darf schon eine Woche. So, und am Freitag mache ich hier mit meinem Herr Rotes Freund bitte hoffentlich was in der Zeit. Ja. Phantom Zero sagt, wusstet ihr, dass katholische Religion auf einem Übersetzungsfehler basiert? Kann sein, ich interessiere mich da aber nicht so für. Nein, wussten wir den noch nicht. Der war doch auch mal im Feedback-Video, oder? Ja. Ja, das ist schon nett. Wie findet ihr Software, Airsoft und Paintball? Nie gemacht. Ja. Also ich fand das ja sehr geil, als sie bei uns in der Halle gezockt haben. Ach ja, die drei Störche da. Ja. Fand ich auch lustig, so ein altes verlassenes Haus. Das war kein Paintball, das war nur diese... Software. Ich fand das immer geil, wenn man mit sowas geschossen hat. Der will keinen vorne haben. Wie? Ja, gut, ist ein es gibt nicht nur Softball, es gibt auch Softporno. Aber ich hab echt schon kennengelernt, der erzählt immer von Bernd und Bernd. Du kannst ihn nicht kennengelernt haben, er ist im Knast. Da sitzt noch 2 Jahre im Bau. Achso, wir wollten ihn mal besuchen, Mann. Hör es auf, jetzt so oft zu sagen. Ey, Leute, spult diesen Part nicht zu, um euch den Namen zu merken. Ich piep das. Ja, das sehen Sie aber. Ja. Was haltet ihr von diesen YouTubern namens MrRaffTV? Ja, ganz dumme Menschen. Das ist schon übelst kreative Frage. Phantom Zero. Impact oder Impact. Was haltet ihr davon, euch eine Steadicam für die Annoying Dancer Videos selbst zu bauen? Da gibt es etliche Tutorials, die für auf YouTube. Die ganz Dinger kurz, kosten so wie 200 Euro. Oder mal unsere Steadicam, die wir gebaut haben, mit diesem Pendelarm unten daneben für Assassin's Creed genommen haben, der war super. Ich muss dazu auch sagen, dass ich das gar nicht so gut finde, wenn das Bild wirklich ganz ruckelfrei ist. Zum Beispiel das Annoying Dancer 3 mit Skrillex, Bangarang, ja, guck dir das mal an. Da habe ich noch effektiver. Genau, da habe ich nachträglich noch das Bild wackelig gemacht, weil es einfach viel geiler kommt. Wie anstrengend war das eigentlich, das nochmal nachzubearbeiten? Das war ganz anstrengend. Sag dir mal, war das, ging das scheiße oder ging das gleich? Das war relativ zeitintensiv. Was mit Porno drehen? Porno drehen mit Steadicam? Ja. Könnte funktionieren. Ne? Macht nur irgendwie nicht so viel Sinn. Damina, achso. Ja, hab ich schon gefunden. Domina 1 sagt, Damina war eine Anime-Figur, die ich zur Erstellung des Channels vor 3 bis 4 Jahren sehr mochte. Das ist deins. Ich weiß auch. Aber kann ich ruhig weiter. Du hast es mir gegeben, danke. Bleib da sitzen und rutsch nach hinten und sitzt dann hier. Domina nennen. So, machen wir das, Domina. So, Bagel Baller. Schaut ihr PewDiePie? Wenn ja, taugt er euch? Denkt ihr, er hat diese Abonnenten verdient? PewDiePie ist jetzt der größte, gell? 25 Millionen. Jo, dann wünsche ich dem alles Gute, aber ich habe mich damit nie befasst. Okay. Ich finde es immer lustig, wie PewDiePie seine Freundin in jedes Video zieht und Klicks zu. Ich habe noch durchschaut im Video. Das ist doch noch welches. Das letzte. Tja, hätte doch mal welches mitgebracht. Dann trägt das halt. Nee, das MCM ist meins. MCM hatte kein Geld. Nein, das, was er da hat, soll er trinken. Ja. Ich hab gesagt, das ist krass nett. Naja, aber wenn du sagst, ich hab Durst auf Bier, dann trinkst du doch. Weißt du? Ja, trotzdem. Das ist, als hättest du einen Döner in der Hand und sagst, ja, danach ich hab Appetit auf Döner. Danach gibt's Korn. Danach gibt's einfach Korn. Das hat auch noch Pech gehabt. Ich hab nicht mehr Wasser. Kautzam, wo ist es? Ich finde nicht, dass es in so vielen Videos mit dabei ist, als seine Freundin. Habt ihr das letzte Mal vor einem Monat gesehen? Ja, keine Ahnung. Ich finde es jetzt auch nicht so lustig, aber... Keine Ahnung, ich kann mir bei ihm nicht ganz erklären, warum er so übelst gehypt ist, aber... Jo, was macht er? Er spielt halt die ganze Zeit. Spielt? Ja, ja. Zockt halt, kommentiert das und Spiele macht halt jeden Freitag... Analyse nee, der labert einfach nur über das Spiel drüber. Also seine Freundin, die da dabei ist, ist geil. Ganz lustig. Na, weiß ich nicht, hab ich glaube ich noch gar nicht gesehen. Aber ja, demnach, wenn er... Wenn so da einiges erklären, ja. Der hat bestimmt der Vollmann in der Hand gespielt, als Scheiße. Genau. Glaube ich auch. Mach so, Noob Tari fragt, hat man bei Kalle die Chance auf Gruppe Sex, wenn man ihn stalkt? Natürlich. Gruppe Sex.
Ich antworte einfach mal Ja, also mein Groupie-Sex. Groupie-Sex? Ja, schick einfach mal ein paar Fotos hin und so. Dann kann ich doch einfach mit einem Fragezeichen bei der Nachricht. Schickst mal ein paar Fotos, wo du nackt bist. Baumstammmann, Frage an alle. Wurdet ihr schon mal beim Masturbieren erwischt? Karl Zermoses sagt dazu, so, da bin ich jetzt aber gespannt. Achso. Alter. MCM, nee, komm. Lass mal. Ja. aber, ey, um gleich mal galant überzuleiten. Gleich mal ehrlich zu sein, ich wurde erwischt beim Masturbieren. Mega Nova. Kam einfach rein, oder was? Mega Nova sagt. Ohne Anzugknöpfe, das können wir ja haben. 1994, ich glaube nicht, dass das seine Handynummer ist. Weil da ist 1994 am Ende. 990, 6 mal die 6. Wir können ja trotzdem mal anrufen, aber ich nicht. Scheiße. Gut, lassen wir's. Was für eine Handynummer? Irgendeine, aber mit 1994 zufälligerweise, was auch in seinem Accountnamen drin ist. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist spannend. Stainable sagt, also, mit Herodeshaftigkeit meine ich dieses vollkommen Abgedrehte. Jeder, der irgendwie mit einem Kostüm bei einem Fastfood-Anbieter Stress machen kann, Stress machen, aber in einem Restaurant auf dem Tisch tanzen, ist eine andere Liga. Aber danke, dass ihr mal ernst wart, ihr geilen Böcke. Dazu wollte ich sagen, dass wir uns ja immer an die Original, an die Vorgabe halten. So, und da dann, ne? Also bei SpongeBob liegt das halt am nächsten, dass man dann in Burger King reinrennt oder so. Achso. Deswegen, also schieb's mal nicht auf uns, sondern schieb's ein bisschen auf die Vorlage. Ja. Ist eine gute Ausrede, glaube ich. Alter Schwede. Deine Lunge macht einen Rohrschuh. Ist kalt. Ist ganz kalt. Das ist echt gar. So. Heiße Gedanken. Während ich heute Abend alleine meinen Tomatensaft trinke, denke ich mir wieder eine super spezielle Frage aus. Um sich der Stumpfheit mal wieder hinzugeben. Warum kracht bei der leicht unförmigen oder eher fetten, also fetten Tina, fetten Drecksau, und bei der Sumo-Ringer-ähnlichen Anal, nicht die Heizung ab? Im Osten lehren sie anscheinend noch das gute Handwerk. Ja, das stimmt. Er hat gesagt, Sumo-Ringer ähnliche Anal. Ich weiß, hab ich gehört. Was? Zieh dich nicht. Ja, ich will nicht, ich kann mir jetzt ins Computer und ausziehen. Das ist nicht so laut. Ach so. Hast du die wieder laufen? Nee, ich saß da. Du hast nein! Ja, ich saß die ganze Zeit. Das kann nicht sein. Oh, ich hab den Namen nicht. Jo. Jo. Wayne, sag ich. Oder so. Wie lautet die letzte Nachricht, WhatsApp in SMS, die Kalle erhalten hat? Kann ich nicht sagen. Wessen Fürze stinken am übelsten? Daniel. Und Robin. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Doch, wir können ja immer aufklären. Nein, das ist früher, aber Robin sagt auch. Ich kenn sie heute zum Glück nicht mehr. Alter, Daniel. Ja. Das Geile ist... Daniel ist widerlich, aber ich hab den Vergleich, ja. Wir zocken halt, ich lieg mit Daniel im Bett. Und der erste Fehler. Also ja. Und wir zocken und Daniel, ach Mann, Anna sitzt am Fenster. Ja. Daniel lässt die Zeit ziehen und sagt, boah Anna, mach mal das Fenster auf. Ja, und Daniel hat diese typischen Rhabarber-Fürze und die sind echt nicht Rhabarber, doch. Kann ich mal schon... Kohlrabi. Hallo? Darf ich mal kurz telefonieren gehen? Mach das. Ja, pass auf, meine Katze ist hinter dir. Na Muschi, wie schnell geht's von dir an, ey? Na, geh ins Schlafzimmer, mach die Tür zu. Habt ihr euch schon... Nein. Ja, da ist ja kein Empfang. Habt ihr euch schon einmal in die Hand Methangas und den Furz danach zu inhalieren? Ja. Alter, geile Idee, durch. Ja? Nee. Ja, hab ich. Tatsächlich. Was geht denn da ab, ey? Endlich für die Götter, ihr könnt es nicht sehen. Heißgeister, wo habt ihr eure Facharbeit geschrieben? Einige von euch müssen die ja... geschrieben haben. Hast du eigentlich einen geschrieben? So ein Seminar-Dings? Ja. Was, über was denn? Das weiß ich gar nicht.
Warum willst du das wissen? Ein Wirtschaftsthema, Robin? Oh, ja, sorry, ja, langweilig. Nicht so geil wie du über Skaten. Ja. Ja, ich bin nämlich cool. Daniel bringt mir das nächste Mal die Arbeiten mit, also ausgedruckt, und dann werde ich auch mal in einem Video vorlesen oder so. Zumindest den Philosophie-Teil. Weil wir haben ja, aber ich habe glorreiche 15 Punkte aufs Kolloquium bekommen. Daniel, glaube ich, nur 13. Hat sich mal versprochen oder sowas. So, hier fragt einer, und wo ist Club Mate? Und sagt dazu, schmeckt super nach Aschenbecher. Da hat er genau die Geschmacksrichtung. Da ist es. Das stimmt, absolut. Die erste ist richtig scheiße, aber danach gewöhnt man sich dran. Ja, nee, das ist nicht. Das ist nicht gewöhnt, können Sie gar nicht sagen. Es ist besser, als würde man sich daran gewöhnen müssen. Es ist so, trinkt, sagt scheiße. Denkt man das nächste Mal, es hat letztes Mal scheiße geschmeckt. Naja, wo bist du? Hat man nicht mehr so die Erwartungshaltung. Ja, ja, ja. Ich nehme ihn mal auch in den Raum, aber. Nee, das ist total dumm. Das ist wahr. Warum trinkt man nicht gleich was einem schmeckt? Das ist nicht, dass es geil schmeckt, das ist wie Rauchen, weißt du? Rauchen schmeckt ihn erstmal auch nicht. Also Sucht quasi. Nee, das hat man auch einen auf den Geschmack gekommen. Ich gebe euch die aus, wenn ihr den Mist äxt. Ja, dann muss ja was mehr herkommen. Ja, mach ich. Da würde ich gerne wissen, ob er schon mal Club Mate Cola getrunken hat. Das wiederum ist richtig geil. Ja. Das schmeckt dann wenigstens auch. Anna, was guckst du da so? Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Kannst auch Mate mit Rum mixen, nur für dich. Ich will den Scheiß echt exen. Nee, danke. Das ist ein Problem, mein In Rum kann ich mir auch noch was sagen. Mr. Trollikus freut sich, boah, der Moment, in dem ihr meinen Kommentar gelesen habt. Ja. Jetzt quasi. Hey! Nicht so laut, wenn ich. Hier bei den Seiten ist nichts Besonderes. Mehr. Trollikus. So. Alter, meine Lunge. Oh, ein langer Kommentar von Le Pet. Ich bedanke mich erst einmal zutiefst für diese enthusiastischen und völlig aus dem Herzen entsprungene, an mich gerichteten Hays. Das letzte Mal. So. Ein den Markt revolutionierendes. Achso, nee, das überspringen wir jetzt mal, was dir das letzte Mal am Telefon da erzählt hat. Bla. Ja, es ist kein seriöses Angebot, ja. Zu Kalle. Ist nicht da. Warum ist er eigentlich in letzter Zeit so desinteressiert? Möchte er von diesem dauerhaft exorbitant hohem Niveau etwa nicht teilhaben oder ist es einfach eine pubertäre Phase? Eine pubertäre Phase. Letztes Jahr ist er ein Stück. Ja. Karl ist halt einfach zu cool. Der kommt da wieder raus aus der Phase. Alter, du hast dreimal so viel Platz. Ich brauche fünfmal so viel Platz wie du. Mein Auto ist viel breiter. Sumo-Ringer Anna. Du könntest doch einfach mal einen Bildausschnitt größer machen, damit ich mich endlich auch bequem hinsetzen kann bei so einem Feedback. Zur Gamescom. Ich würde es ebenfalls richtig klasse finden, wenn diesmal Anna von Moralaposteln gesehenes sexuelles Belästigen an männlichen Teilhabern vollführt. Gibt es denn wohl auch von den emanzipistischen Kampflesben und Hobbygutmenschen einen so großen Aufschrei oder kommt wohl eher die allseits bekannte Doppelmoral zum Vorschein? Zur SpongeBob-Videokritik. Also ich persönlich habe das Video echt gefeiert und das liegt nicht daran, dass ich vermutlich als Kleinkind meinen ersten vermeintlich genitalen Kontakt mit einem Schwamm hatte. An mich... Wie Julians Blog? Yeah. Da du anscheinend Elfenlied auch so gerne magst wie ich, empfehle ich dir unbedingt Another. Hab ich gespuckt. Schau's dir auf jeden Fall an. Ja, mal schauen. Ich habe so viele Serien noch offen. Dazu liebe ich deinen Gesichtsausdruck, wenn Anna ihren Hintern in die Kamera hält. Hat da einmal passiert? Sie hat Billy gemacht in der letzten Ausgabe. Um dem Niveau beizutragen, würdet ihr also eine mit Eichelkäse überbackene Scheibenpilzpfanne verkosten und wenn nein, wieso? Alter, die Kommentare werden immer abgefuckter. Alter, du hast ja richtig sprachgewandte Menschen dabei. Ja. Dass sie sich sowas geben. PS, ich entschuldige mich mal außerdem für meinen oft in Kommentarform gewandeltes geistiges Diarrhea. Da kriege ich ja oft selbst das Kotzen. Na, hübscher, Alter. Guck mal, der liebt mich immer wieder. So, jetzt ist doch hier gleich alles viel schöner. Oh, ist das heulig hier. Das ist die Zukunft. Ja, so, weiter geht's mit Gunne, der nette Kerl sagt, eure Fans sind ja einfach mal mega durch. Jo, auf jeden. Jetzt schon Angst, dass man mit dir machen was man will. Du willst, dass man definitiv einsteigen will. Was? Kommentatus Cusades.
habe mir schon so angewohnt, immer Podcasts etc. zu hören, bei fast allem, was ich mache, dass ich nicht mehr schnell genug neue finde. Also weitermacht. Also ich raff's nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Jo. Egal. Habt ihr diese Angewohnheit auch und könnt ihr Podcasts und dergleichen empfehlen, die ihr selber hört? Ist immer noch derselbe, was das alles eher wechselt. Nein, Kommentatus Cosales ist das jetzt. Achso, auch das davor hast du gar nicht kommentiert. Was soll ich denn dazu sagen? Naja, also der, dass es gut wäre, wenn Anna auf der Gamescom mal loslegt. Ach so, ja, das wäre gut, wenn Anna mal auf der Gamescom loslegt. Das ist nicht gut, das wollen wir machen. Das ist besser für euch. Ja, ja, machen wir. Das machen wir. Nee, also, ja, wir machen das. Wir schreiben ja auch gerade da so eine Geschichte, die wird dann in die Tat umgesetzt. Wir schreiben? Nee, wir haben schon ein bisschen. Wir. Ideen. Ach, ihr, schön. Wir. Ja, wir haben diverse Ideen. Ich meine die Geschichte auf Nustera Furz. Wie zum Beispiel? So, Podcast, die ich empfehlen kann. Sanft und sorgfältig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Der Plauschangriff von Game One. Geek Mythology gibt's nicht mehr. Radio Giga und das Feedback kann man sich anhören. Und ja, Almost Daily von Beans und so weiter. Und so. Hat Tina einen Fußfetisch? Keine Ahnung. Bestimmt, oder? Ja. Wie würdet ihr eure Kinder nennen? Ich persönlich werde mein Kind Judas nennen und auf eine katholische Schule schicken. Ja, aber die darauf antworten vielleicht. Jo, wie nennst du deine Kinder? Hab noch keine. Ich hatte doch neulich bei AskFM wurde diese Frage gestellt. Was hab ich da gesagt? Ach ja, Solid und Liquid. Genau, Solid und Liquid. Werden die kleinen. Ich bin für Cecilia Anna Maria Rose. Okay. Erzähl doch mal die ganze Geschichte. Ja, doch. Ich erzähl mal dann. Ich hab wieder übelst dann geändert. Dann ändere die Namen, weil die Geschichte an sich war lustig. Nein, das ist so peinlich dir selber. Ja. Können nicht andere Leute Dreck ziehen, nur weil sie ihre Kinder so hässlich benennen. Dann ändere die Namen. Cecilia Anna Maria Rose. Damn. So. Aber das Cecilia ist eingedeutscht. Berenike ist mein Name. Auf jeden Fall. Hefzibar. Hefzibar. Hefzibar ist auch gut. Welcher Film hat dieses Jahr eurer Meinung nach den Oscar für den besten Film verdient? Die Oscars sind vielleicht schon ein bisschen durch mittlerweile, aber keine Ahnung. War es nicht sogar Gravity? Ich weiß es nicht. Ach was? Ich habe die Dings nicht von. Alle finden Gravity cool, nur Anna wieder nicht. Findest du den cool? Wo geht's da ungefähr? Fand ich voll doof. Ich kenne den gar nicht. Er war halt einzigartig, aber das war jetzt nicht so bester Film ever. Was war das nicht? Was geht's da? Na, wo die da im Weltall. Ach hier mit dieser, wie heißt der? George Clooney und Sandra Bullock. Genau. Nö. Ja, aber Wolf of Wall Street war auch nicht so geil. Also fand ich auch nicht gut. Daniel. So, bubum, weiter geht's. Außerdem würde ich mit Kalle gern mal einen BDSM-Porno drehen, falls die Kika-Karriere nicht funktioniert. Alter, was stimmt denn mit den Fans nicht? Was haben die alle mit Kalle? Warum wollen die alle mit Kalle Sex haben? Kalle, ja, doch. Weil wir reden permanent über Kalle seinen Gestank hier und über seinen Mundbulli und über sein ekliges Geschwitze und wie ungewaschen der immer ist. Nein, wir wollen trotzdem Sex mit ihm. Der Rot ist übrigens auch immer total ungewaschen und ekelhaft und der stinkt. Achso, danke. Ja, Romo stinkt wie die Sau. Anna ist eine gute Family, die macht immer richtig. Wir müssen supporten. Immer Bitches drüber machen. Ja, ja ich stinke aus dem Mund nach. Mhm. Drei Tage Scheiße. Überhaupt nichts. Oh, nee, also, ja. Und überhaupt Schweiß ist so. Ja, ich sehe mir Orten auf dich. Meine was Blutgruppe ist Schweiß. Ja, okay. Alte Adalmar zum Thema beste Gamer-Songs-Sänger, meiner Meinung nach Dame mit King of the Hill. Sehr geiler Rap über Halo. Ja, kenne ich nicht, kann sich mal anhören. Alex Range sagt Fresche Friese, keine Ahnung, wen er damit meint. Olaf Rechtel. Abonnieren ist leider nicht mehr da oben. Da ist auch der Titel nicht mehr. Das hier ist, gibt auch, die Comments sind auch nicht mehr an der Seite. Oder oh. Nee, Quatsch, die empfohlenen Videos. Ach, keine Ahnung, jedenfalls war an der Seite oder irgendwas. Wie viele Teile sind das jetzt eigentlich? Das 17. 17. Oh, krass. 17. Ja, aber sind schon mal zwei dabei. MCM macht er mit mir. Ich glaube, MCM kommt nicht. Ich war bei jedem dabei, glaube ich. Nee, nichts geht nichts dagegen, aber es ist halt schon ein bisschen anscheinend. So, jetzt bitte weiter. Propsi XXL. Wieso bekomme ich bei euren übelsten Nostalgia-Feedbacks Schminkvideos zum Berieseln an der Seite nach zu viel Niveau eurerseits vorgeschlagen? Keine Ahnung, bei Nostalgia Furz ist es auch jedes Mal.
Egal was wir hochladen, sind immer Schminktipps an der Seite. Wahrscheinlich, weil der Text immer Schminke steht. Nein, doch. Ich hab die mir immer durchgelesen. Lest dir mal den Text durch, dann hast du da vor. Ihr werdet echt übelst. Was erzählst du? Okay. Ich finde es ziemlich arm, dass ihr Tags von anderen YouTubern klaut, um möglichst viele Klicks zu generieren. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle man bei diesem YouTube scheffeln kann, speziell bei diesem Video, das horrende Aufrufzahlen erreicht hat. Wahrscheinlich seid ihr schon Millionäre, da ihr das unglaubliche Energy Drink Angebot abgelehnt habt. Anders kann ich mir so ein Verhalten nicht erklären. Jo, letztes Mal, ne? Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich gar nicht komplett gesehen und so. Auf jeden Fall haben wir halt von einer die Telefonnummer geschickt bekommen. Das habe ich gesehen. Haben angerufen. Erst übelst, übelst gefreut, gell? Und dann hat sie 3 Sekunden durchatmen können. Da kam gleich ein Angebot. Ja, hier, ich arbeite für Firma XY und so. Wollt ihr nicht mal hier damit Werbung machen und sowas? Jo. Also, die ist ja trotzdem cool, Kollegin, aber es war halt echt ganz schön. Weißt du, so, wow, krass, ihr ruft mich an. Ey, habt ihr Bock, hier für uns zu arbeiten? Das war ein bisschen... Nun ja. Das war ganz komisch, ganz strange. Fernsehgorilla. What the fuck war das für ein Telefonat, sagt er. Ach ja, ich verkaufe übrigens meine unendliche Weisheit für 5.000 Euro pro Satz. Ja, weil mit diesem Angebot kann man Millionen machen. Und er sagt außerdem, ich habe gerade ein Kaugummi im Mund, ist ein bisschen unhöflich, aber kein Problem. Das ist kahle Logik pur. Alex Rain sagt jetzt mucksmäuschen still, keine Ahnung. Hier ist schon wieder eine Telefonnummer. Ruf mal an. Ich finde mein Handy nicht. Ja, ich mache. Also sag mal, ja. Na, du musst mit mir reden. Okay. Mit dir oder was auch immer. Ja, Lautsprecher. Dann sag ich die Nummer jetzt an und schneid es da raus. 0152. Ja. 86. So, mal schauen, ob das funktioniert. Wir rufen jetzt mal bei X Crazy Rockstars X an. Das ist Fake, das ist wirklich. Keine Ahnung, Mann. Irgendwie wird bestimmt von einem Kumpel reingeschrieben. Das kann sein. Ja, hallo? Hallo? Hallo, wer könnte denn hier sein? Jo. Oh mein Gott. Hey, du klingst ja fast so ähnlich wie das letzte Mal, die kleine Schlecher. Zensier mal ihren Namen. Nee. Ich liebe mich nicht. Ich will es nicht verkaufen. Ja, sehr geil. Hallo, X Crazy Roxas X. Ja, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Rika nennen. Hi Rika, na, was geht? Wir sind gerade wieder im Feedback. Du kannst dann nicht, deine Nummer einfach öffentlich in die Kommentare posten. Ja, ich kann wohl. Anscheinend hat es ja geklappt. Ja, aber trotzdem, also ich werde dann mal den Kommentar trotzdem nachträglich löschen, oder? Sonst sieht ja jeder deine Nummer. Machen. Ja, coole Sache. Und, wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Also ich bin jetzt 20. Oh. Ich bin Cosplayer. Aha, gucke an. Ich bin natürlich riesen Fan von euch. Und fandest du unser Gamescom-Video ganz schlimm oder fandest du es okay? Genial. Oh, cool. MCM auch genial. Ja, MCM ist gerade auch hier. Ja, also das Feedback, was wir gerade aufnehmen, ist echt komplett durch. Also das wird diesmal keinen hohen Informationsgehalt bieten. Aber schön, dass du drangegangen bist. Das ist ja, übrigens. Klar. Du durftest ja nicht entgehen. Durfte MCM auch gehen? Ja, sei jetzt mal kurz. Ja, cool, ey, 20. Ich finde es immer echt cool, dass auch ältere Leute unsere Videos gucken, weil sonst so, weißt du, Durchschnittspublikum bei YouTube ist ja so um die 14 bis 16 maximal oder so. Und du bist 20, freut mich. Ja. Weil was hast du ein Lieblingsvideo von uns? Also Heiko the Psycho mag ich total gerne. Oh yeah. Und meine Paraderolle. Ja, geil. Ich finde alle Videos total geil. Lieferst du Ask 3? Hast du Ask voll Episode 3 geguckt? Das letzte Video? Worum ging es da? Na, wo wir die Fragen beantworten. Ja, ich weiß nicht genau, welches ich angeschaut habe. Eieiei, am Anfang stehen wir zu fünf da und der eine hat den Kopf von Daniel auf und mit der Bordsteinkante. Das kann gut sein, ich weiß es jetzt
gerade leider nicht. Eieiei, ja, wenn nicht, das... hast du jetzt die nächsten 15 Minuten was vor. Ja, da hast du jetzt die nächsten 15 Minuten was vor, richtig. Morgen, wir wollen dich grüßen. Wir sind hier gerade in Oldenburg und wir haben die antike Watch. Die antike Watch. Genau, schöne Grüße. So, dankeschön. Bitte. Ja, cool. Willst du noch eine Message loswerden? Ja, willst du noch eine Message loswerden? Ich suche gerade schon mal eine Frage, die du beantworten kannst, aber die schreiben alle nur Bullshit hier, wie immer. Eine Message, die die Welt verändert. Ich hoffe einfach, dass wir ganz viel Spaß dabei haben gerade. Ja, also Spaß haben wir, aber es ist halt echt total durch, was hier gerade passiert. Also, sehr schön. Janne Kortegast fragt, kommen neue Videos bei Robin Nosterafu, bei meinem anderen Kanal. Kommen da neue Videos, was meinst du? Auf jeden Fall. Okay. Ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele, toll. Und ja, ich muss sie dann machen. Ja, Versprechung. Genau. Ja, coole Sache, ey. Ich finde das echt klasse. Du bist sehr sympathisch. Und warte ich mal. Ich habe noch eine Idee. Ja, mach mal. Und zwar, also die hören, nachher können sie mich ja alle sehen, im, oder beziehungsweise hören im Feedback, richtig? Ja. An alle Leute, die das jetzt sozusagen hören, schreibt mal in den Kommentaren, dass Robin ein Maidkleid anziehen soll. Ein was? Ich glaube, ein Maidkleid. Ach so. Ein süßes, schwarzes Kleidchen mit Rüschen dran. Ich glaube, das kann ganz niedlich aussehen. Aha, und du kannst sowas bieten? Ich wollte mich gerade fragen, wenn du Cosplay machst, bist du bestimmt bei der Gamescom 2014, oder? Ich versuche, dorthin zu gehen. Also, dann sehen wir uns da aber. Aber ja, das wäre richtig geil. Und dann bringst du so ein Kleid mit, dann ziehe ich das nur für dich an. Abgemacht. Sehr, sehr gut. Gut, Crazy Roxas. Roxas, ist das von Kingdom Hearts 2 oder ist das was anderes? Ja, richtig. Ja, ich kenne mich aus. Sehr, sehr gut. Ja, freut mich. Dann sehen wir uns bei der Gamescom. Und... Mhm. War? Ja. Dann schreiben wir nochmal oder du schreibst Kommentare. Crazy Roxas ist jetzt voll gespeichert. Kennen wir jetzt. Coole Sache. Mach ich. Rika. Rika war der Name, ne? Genau, richtig. Okay, Rika. Sehr, sehr schön. Dann. Dann, schön. Schön. Ja. Wollen wir mal Tschüss sagen? Ja, wir wollen Tschüss sagen. Wir sagen jetzt mal Tschüss, ja? 3, 2, 1. Tschüss. Danke, tschüss. Sehr, sehr schön. Ja. Ich fände doch mal nett. Das können wir jetzt total doof. Sie wollte uns nichts verkaufen. Das war sehr sympathisch. Ja, ja, du überdeckst in der Rodis immer. Ich war viel zu intellektuell für die Sendung hier. Ja, aber das finde ich echt gut, dass hier 20-Jährige am Start sind, weißt du? Aber, jo, mit 20 Jahren, ey, poste doch nicht deine Nummer da rein, ey. Das ist ja die andere. Eigentlich müssten wir die andere auch nochmal testen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die echt ist. Das wäre ein zu krasser Zufall. Ist da und so. Na, ihn erreicht ja erstmal. Ja. Ja, wenn du noch eine findest, sag Bescheid. Dann können wir zum Schluss probieren, ja. Ja. Manimo sagt, gute deutsche Filme sind Lamborg absolute Giganten Funny Games. Ja, dann sind das drei. In einer Historie von, was weiß ich, 100 Jahre Filmgeschichte in Deutschland ist halt nicht sehr viel in Deutschland. Die besten Filme sind Kalles Krimi.de, ne? Mhm. Die sind übelst. Und Weimar Tag und Nacht. Ja. Alter, diese Werbung. Oder MCM. What? Mhm. Genau. Raul Sanchez Rodriguez Panama sagt, hoppen, warst du schon mal Amui in Meiningen oder Wessing? Und hast du die Frage genauso dumm vorgelesen, wie ich sie geschrieben habe? Ist das einer von den Freeman Boys? Keine Ahnung, ja. Englisch wird auf Koran, okay. Das ja. War doch seine Mutter. Aske Sozialgestört sagt, ich futtere mal meinen Salat fertig, den Krempel hier schaut eh keiner, das hat wahrscheinlich Tina oder so gesagt das letzte Mal. Und Carve Control sagt, ich habe zweimal zurückgespult und konnte nicht erkennen, dass irgendwas von der Decke fiel. Attention Whore. Und ich hab Oder was? Ich hab's nicht ganz mitgekriegt. Ist da irgendwas von der Decke geflogen? Wer hat denn da so einen Aufstand gemacht? Du doch garantiert. Ich? Nee, Tina. Ja. Das ist Tina hier. Stimmt, die hat ein bisschen Aufstand gemacht, weil angeblich irgendwas runtergefallen wäre. Mr. Jumariko sagt, ich glaube, dass ein Tropfen aus Annas Flasche gelaufen kam und ihr voll auf den Kopf geklatscht ist. Tina wahrscheinlich. Ja, Bettina, pack deine Maps aus! Bettina, zieh dir bitte etwas an! Macht doch keinen Sinn. X-Veronika sagt, X-Dobrinsko, meine ich X-Veronika, X-Dobrinsko. Kalle, du knabberst sicher an einem Pulli rum, weil er ganz ausgefranst ist. Und dann sagt er, ach nee, das ist eine Sie, sie hat hier ein Profilbild. Hallo, Veronika Dobrinko. Jetzt verstehe ich das auch, hallo. Sie mag meinen Bart.
Mein Bart ist ganz toll, weißt du das? Der hat nämlich orangenes Haar, ja, und braunes und schwarzes und blondes. Ja. Der ist voll sexy. Wie könnt ihr euch sowas angucken? Hier nur die Assis sitzen hier, ey. Rülpsen rum, drehen sich eine. Nee, ist alles cool. Anna, du bist echt hübsch. Danke. Alter, weißt du, wir haben hier 20-jährige kultivierte Leute, die uns nichts am Telefon verkaufen wollen, die einfach nur nett sind und die uns Komplimente machen, so wie Veronika Dobrenko, und du rülpst sie voll. Achso, Entschuldigung. Komisches Wortname. Herodes, wenn die anderen dir dazwischen reden, schrei! Schrei nach Liebe. Imagine Sandmann sagt... Lässt du mich vielleicht mal ausreden, bitte? Du sollst schreien, das akzeptiere ich nicht. Die Bitch wollte euch als Werbeplattform benutzen. Voll der Upturn, yo. Yo, Kopf. Wie hieß das Energy Drink? Was ist Energy Drink? Was ist Nein. Okay? Ey, ich hab's extra rausgepiepst, wie das hieß, ja. Okay. Irgendwas mit J kauft das euch. Meine einer. Was wird denn so rumgerülpst sein? Was geht ab? Das du bist der Einzige, der noch nicht gerülpst hat. Ja, also gehst du noch von der Bier? Du hast auch schon meine. Was trinkt das jetzt aus, Mann? Ihr rächt mich oft. Mein letztes Bier. Warum bringt ihr euch die Bier? Ruhig, das ist jetzt mal dein Problem. Ich bin so nett. Nee, vergiss es. Mein Sofa. Ich krieg ja die Krise mit euch schnorren. So. Ich schnorre dein Sofa. Krieg ich noch Chips? Ich wollte von dir. Ja, ich auch Chips. Von dem Bier wollte ich wohl. Oh, danke schön. Nee, von dem Bier kriegst du jetzt nicht. Ich will wenigstens irgendwer für mich haben. Ich werde bockig. Feedback-Tag ist besser. Hast du das auch nicht? Nein, ich hab nicht da. Ja. Fährst du mal ab und zu mal, oder hast du Bock? Also ich fahr morgen mit Basti ein bisschen beim Bau vorhin. Basti, da Basti. Stimmt. Ey, wir müssen mal diese Sprache hier fragen, ob so ein danach spüren wir ein bisschen Magic. Das hab ich gelesen, Alter. Es wird übel geil, Mann. Ich muss mal wieder Magic. Wie Tina. Das ist morgen, der besagt, dass ich ewig erst gelesen habe. Ja, mit nächster Woche. Vor 9 Tagen war das. Scheiße, Alter. Ich dachte, das war nicht ernst gemeint. Ja, diese Firma, die soll uns mal Chips sponsern für die Feedbacks, damit wir ihre Packung in die Kamera halten. Lorenz. Bitte einmal anschreiben, Kranchips. Bitte uns einmal anschreiben. Lass mich mal von den Krabbenchips rüberziehen. Krabbenchips. Meiner einer. Feuerfrei. Ich weiß doch. Aber ich bin der Meinung. Nochmal neu nehmen. Was heißt denn jetzt eigentlich mal CMC? Das erklären. Ich hast du in deiner Anzeigenreihe nicht komplett verstanden. Also ein C steht für MC, also das C davon. Und das andere C, weil ja ein Muschi auch ein C ist, gell? Ja. Ja, jetzt wissen wir's. Wie jetzt nochmal. Aber das M weiß ich nicht. Normalerweise heißt MC Muschi Crew, aber ich hab das hier C genannt. Klingt auch cooler. Also als MCC. Klingt sehr, sehr cool. Ist das alles Du, MCH? Also ist das nur ein Duo. Ein Duo, ja. Das ist da nicht so tief. Das ist Ghetto Crew, werden die schon. Also ist das euer Labelname, MC, ja. MC. So, habt doch Mitleid und gebt mir ein Feuerzeug. Aber ich hab gestern gehört, dass ihr noch Leute sucht, oder? Ja. Ich weiß an deiner Ansage, ich hab's gehört. Ja. Leute, wenn ihr das hört, ne? Ja. MC, ja, gut, MC Herodes. Werbungsvideo im Web schicken und dann schauen wir mal drüber. Gibt's auch immer genügend Bier beim Videodrehen? Ja. Gut, Leute. MCM, meiner einer sagt, ich weiß doch, aber ich bin der Meinung, man kann niemanden blamen, der nicht als Blame, der es nicht als Blame aufnimmt. Dasselbe gilt für mich bei allen anderen auch, zum Beispiel mit Beleidigungen. Jetzt kommt's nämlich, wenn Leute meinen, mich beleidigen zu müssen, juckt mich das nicht. Ja. Ich denke, es ist wie das Fremdschämen und so für euch. Außerdem bin ich ohnehin eine ruhige Seele und rede wenig, wie ihr wisst. Der wer? Meiner einer. Du bist scheiße? Der schreibt nicht so oft Kommentare, das stimmt tatsächlich. Das stimmt allerdings. Der andere, schreibt drunter, du bist scheiße beim Schreiben. So, da schreibe ich dann irgendwann, guck dich an, ich habe LAS. Aber da darf sich der Netz da wieder hinsetzen. Nee. Das ist ein Lieber. Jonas Riemann sagt, Kalle seine Schnauze. Sehr gut. Endlich mal, der die Wahrheit sagt. Miriam Z sagt, ich finde, diese Tina passt nicht zu Nosteraffo TV. Lüge. Das ist so ein Bitch-Kram, jetzt ist so ein Bitch-Ding, weißt du? Das sind so hier die Weiber, wenn die wieder hier, gell? Dazu wollte ich sagen, Studienmäßigkeit, das ist das Wort. Entschuldigung. Sie gehört ja auch gar nicht dazu. Der alte Bitch-Boy ist unter Weibern, wenn die so Bitchen automatisch, obwohl sie es nicht kennen. Bitch-Boy ist Studienmäßigkeit.
Möglichkeiten. Nein, das kannst du ja jetzt nicht unterstellen. Oh. Sie kann ja einfach sagen, sie passt nicht dazu. Was ja auch gut ist, weil Tina gehört ja auch nicht dazu. Sie ist echt halt mal nur als Gast hier am Start. Das ist doch schade. Wir machen dir ja keine Vorwürfe, immerhin schaust du dir das 1,5 Stunden an. German to Orbit hat das letzte Mal tatsächlich bei 35 Minuten dein Unterhöschen gesehen. Ich habe es überprüft und muss sagen, du hast heute dasselbe an. Ich? Hm. Ja, ich. Mein Unterhöschen. Oh, es riecht. Davon habe ich 3 in verschiedenen Ausführungen. Dasselbe ist. Das ist dasselbe. Eigentlich hat Anna nur eine. Lotus Hand sagt: Est-ce que vous collectionnez des canards vivants? Si. Nee. Das heißt, Französisch ganz doch. Das heißt, oui. You had one job. Das Geile ist halt, dass ich halt kein Funken Französisch kann und Kalle mir immer so 1-2 Sätze gesagt hat, ja. Also ich habe einen kleinen Penis und was mit den Enten und so und habe da die ganze Zeit nur diese paar Sätze, die ich da konnte, gesagt. Und dann haben die Leute mich natürlich weiterhin angeredet, aber ich konnte halt nur diese 3 Sätze sagen und habe das dann wiederholt oder komische Sachen gemacht. Das war sehr lustig. Also C. Wie komme ich auf C, Alter? Das ist Spanischen. Ja, aber weißt du, sie, alles ich weiß, dass das Spanisch alles ist. Alles eine Suppe, Robin. Ja, die Spanier sagen es also auch. So, wir sind fast durch. Wenn der Nils denn bitte, bin ich in Europa. Das, jetzt wird es eine richtige Porno-Couch hier. Oh yeah. Wir sind fast durch und dann wolltest du noch fragen und dann MCH. Ja, ja, das kriegen wir alles hin. Und dann MCH. Magic okay. Sandman. Ich wollte noch anhängen, dass, wenn man versteht, was hinter der RTL-Scheiße steckt, menschenverachtende Züge, und es trotzdem belustigend findet, dann ist das kein besonders feiner Charakterzug und nichts, womit man sich brüsten sollte. Menschen-Sandmann. Das ist auch wieder eine Ansichtssache. Nee, also, ja, also, sich über die Menschen da lustig machen, finde ich auch jetzt nicht sympathisch oder so, aber, also ich gucke mir, wenn ich mir das angucke, nicht an, weil ich mich wirklich dann über die Menschen lustig mache. Ich wette, man sieht dein Höschen gleich wieder. Ich bin der Meinung, man macht sich überhaupt nicht über Menschen lustig, die Probleme, die solche Sachen. Das stimmt. Aber. Weil für mich sind es alle Spasten und Hater, die über andere lachen. Ja. Nur weil man sein Ding durchzieht, weil sie nicht gehalten werden. Nur andere werden gehalten, weil sie ihr Ding durchziehen. Ja. Also, was ich sagen will, diese ganzen RTL-Formate, da stehen ja dann Skripte dahinter, ja. Und wenn ich über irgendwas lache, dann eher darüber. Diese Storyschreiber, die sich dann überlegen, ja, das wäre eine super Idee, wenn der dann heimgeht und dann ist er der Teller und hat seine Nudeln auf sich drauf, darauf kommen die ja nicht von alleine. Sind alles Teller, du lachst auch über junge Mädchen mit komischen Gesichtern, die irgendwie faltig und runterhängend sind. Das war der letzten mit einem Lebenfolge. Nein, mit einem Lebenfolge. So ein junges Mädel, der hat total das verschrobene Gesicht und auch wenn die geredet hat, die das noch mehr verschoben. Und hast du auch permanent über ein komisches Gesicht gelacht? Mitten im Leben? Irgendwie sowas bei meiner Mutter mit mir. Das ist dein Lügengesicht, das kenne ich. Nee. Nein, aber hey, mitten im Leben habe ich ewig nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mit dem Leben hieß. Das ist eins von diesen Assi-TV-Dingern. Ja, aber Ahnung. Ich weiß nicht, wie das hieß. Gut, ich bin ein schlechter Mensch. Familienbrennpunkt. Ich glaube, für den Bullshit. Die Privatermittler. Nee, so Privatermittler guckt er nicht so gerne. Um den Bullshit so zu schreiben, beneide ich eigentlich die Verfasser dieser Drehbücher. Weil das kriege ich noch nicht hin. Die ist ja schlimm. Verdachtsfälle, Betrugsfälle. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist alles anders. Das ist nicht RTL, Leute. Plötzlich ist immer alles gleich. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch, dass es irgendwie 3 Sender, wo immer irgendwie mal ACTV kommt. Yo. Aber ich weiß, dass in 95% der Fälle den Leuten was in den Mund gelegt wird, ja? Dass sie nicht alleine auf solche Ideen kommen. So, und deswegen ist es ja an sich total dumm, sich über die Leute dumm lustig zu machen. Die das ja nicht mal, ja? Das die ist nicht ja, mal die Eier in der das Hose ist ja, das ist ja, als würde man sich über Forrest Gump lustig machen, wie dumm der ist. Aber der soll ja so sein. Das ist jetzt nicht ein ganz passender Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. Dazu sagt man, die selber nicht mal zutrauen, irgendeine Scheiße zu machen, die immer nur dumm werden. Die Kinder. Vivo Toppitz fragt, wenn ihr durch Zauberei die Kunstfertigkeiten eines Meisters der Künste, Musik, Malerei oder Literatur erhalten könntet und diese in euer Blut übergeht, für welche würdet ihr euch entscheiden und Malerei. Warum? Ey, Quatsch, Musik. Musik, Malerei oder Musik oder Literatur. Malerei. Musik. Ja, du Literatur. Also, Malerei ist bei mir als letztes. Zwischen Musik und Literatur kann ich mich nicht ganz entscheiden. Bei Musik, weißt du? Ich
glaube nicht, dass so also, Literatur und was was Malerei ist. Ist ich entscheide mich für Literatur und ich Texte. Ich habe keine Meinung, ich muss mit dir während des Redens bilden. Ich entscheide mich für Literatur und schreibe dann wertvolle Texte über das deutsche Vaterland, um die Revolution voranzutreiben. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Musik oder Toleranz. Oder Literatur. Oder Toleranz, ja. Ich entscheide mich für Toleranz. Also, ja, das genau deshalb. Musik, da kommen die meisten Emotionen bei rüber. Wenn ich was lese, wenn ich Bild sehe, auch Musik ist es. Wenn du jetzt gehst, die Kopfhörer aufsetzt und die Musik macht eine Reise. Und ja? Also Emotion. Ja. Also dann entscheide ich mich für Literatur, dann haben wir alle drei was anderes und das ist ganz schön und die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das heißt, wenn ich Literatur und so, wenn ich der wandelnde Duden bin, dann bin ich ganz toll. So. Ja, toll. Vivo Top Hits, sagt außerdem. Man sagte ja immer so schön, wenn jeder denselben Geschmack hätte, wäre das langweilig und kacke. Nicht geil. Angenommen, der Geschmack aller Menschen wäre einheitlich und homogen, würde dieser Geschmack aus einem Guss die Menschheit nicht einzig positiv bereichern. Für mehr Harmonie in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen und Co. sorgen oder noch viel tiefgreiferen Einfluss nehmen, was meint ihr? Lordly Greetings. Also für die heutige Runde ist das eine sehr komplexe Frage. Und sollte ich auch mal kurz schreiben, warum kann ich sonst ewig nicht lesen auf dem kleinen Display? Ja, das ist ja also. Genau immer. Nein, er meint im Grunde, wenn alle denselben Geschmack hätten, ob das positiv für die Menschheit an sich wäre oder negativ. Das hätte man auch genauso schreiben können. Ja, aber der hört sich halt vielleicht auch gerne reden und das ist voll nicht verwerflich. Ist voll nicht verwerflich. Das ist schön. Mensch. Alle den gleichen Geschmack, ist ja den Geschmack von einem Gänse. Sobald hier einer mal ein bisschen IQ hat, ne, wird einer gleich ausfällig. Das kann nicht haben. Solche Leute brauchen wir nicht mehr. Also, wolltest du dazu was sagen? Ja, aber ich hab's vergessen. Okay. Ich glaube, das wäre nicht gut. Das würde die Menschheit nicht so weit voranbringen. Genau. Vielleicht hier wissenschaftlich, aber nicht kreativ. Stell dich mal vor. Kreativ würde es gar nicht mehr. Stellt euch mal vor, logischerweise. Alle Menschen hätten den gleichen Geschmack, dann wird die ganzen hässlichen Frauen keinen abkriegen. Die würden alle auf Klage stehen. Ja. Das stimmt auch, genau. Ja, noch besser formuliert als. Ja. Ja, genau. Der Mensch spricht die Wahrheit, aber das ist einfach manchmal so. Ja, stimmt. Da war wieder so ein One-Liner, weißt du, von der Seite ist ein Satz reingegrätscht, der einfach alles auf den Punkt bringt. Romy und Julia TV fragt noch kurz vorm Schluss, wie regelmäßig gibt es noch Serapo TV Videos? So regelmäßig, wie sie hochgeladen werden. Unendlich. Haben. Leider zu unregelmäßig. Unendlich. Unregelmäßig, ja, aber das fördert ja auch die Kreativität. Und so, ne? Also, ich bin gerade am Plan, es wird wahrscheinlich eine Woche geben, wo dann jeden Tag ein Video kommt. Aber das ist noch ein bisschen hin. Aber das wird und ich bin dabei. Auf welchen Kanal? MCM ist auf jeden Fall nicht dabei. Scheiße. Auf dem Hauptkanal, aber das wird ein bisschen, mal schauen, ja? Nee, nicht machen. Du wirst doch sehen. Es sind sowas wie so ein Counter. In 7 Tagen kommt es, in 6 Tagen kommt es wieder. Nein. In 5 Tagen kommt es wieder. Nein. Erstmal versprechen und dann keine Leistung bringen. Ja, wenn das kommt, dauert es eh noch ein bisschen so. Krieg ich noch ein paar? Es kommt so 3 Videos im Monat, kommen auf jeden Fall so chillen. So, Romy und Julia TV, ihr seid so gut, ihr versüßt mich mit jedem Video übelst. Ihr versüßt mir. Mann, Alter, was geht denn ab? Ihr seid so gut, ihr versüßt. Der Satz ergibt aber nicht so viel Sinn. Tut mir leid. Ihr versüßt mit jedem Video übelst gute Laune. Danke. Bitte. Was? Ja, also hat, glaube ich, ein Wort gefehlt. So. Ihr versüßt mir. Ja. Mein Kopf. Spider-Mike sagt, macht ihr euren treuen Fanboy Spider-Mike mal ein Pink-Battle-Video, in dem Robin gegen Kalle antritt. Das habe ich schon öfter überlegt, weil Daniel ja echt oft keine Zeit hat, da könnte man drüber nachdenken. Allerdings ist Kalle ja jetzt auch gerade in Stuttgart. Also mal schauen, leider. Ich werde keine Mail pushen. So, hier sind noch restliche Chips drin. Soll ich die essen? Mich egal. Ja, friss auf. Willst du gegen mich sportliche Aktivitäten machen oder was? Ich wäre dafür, das wäre mega unterhaltsam. Willst du mit mir Wallrun-Battle machen, ja? Ja, wer höher kommt. Das ist gut.
Es wird nicht bestimmt gut. Würdet ihr mich gern versagen sehen? Bitte schreibt es in die Kommentare, wäre bestimmt witzig. Ich komme damit klar. Spider Mike sagt außerdem, antwortet auf seinen eigenen Kommentar mit Spider-Schwein. Super Idee, Spider Mike. Anna gegen Herodes wäre aber auch top. Oder das so. Wiederum wäre schon wieder ein bisschen gleichberechtigt. Ja. Das ist echt mies, du sagst dir gerade, dass ich voll das Mädchen bin. Aber ich komme damit klar, mich. Nee, mal. Dann mach mal das mit Herodes, ja. Pink mach mal. Aber nichts mit Spucken. Aber ich zieh mein pinkes Kleid an. Nichts mit irgendwie Fingern arschstecken. Das ist okay, nicht so Geschwister-Shit. Okay. Und du vertrittst mich oder was? Du vertrittst mich und er vertritt Daniel oder was? Ist doch egal, wer welche Rolle übernimmt. Nee, wir haben ja fortlaufende Punktezahl. Achso, wenn er Punkte übernimmt, dann muss Herr Rodes und Daniel vertreten, ganz klar. Geil. Ja, aber die Bestrafung bleibt auch gleich, ne? Nicht deine Pussy-Variante davon. Dildo ins Gesicht, alter Schwede. Ja. Nein. Ganz schön mit dem Gummi am Ende. Ach so, ja. Das Ding, ey. Schön auf die Brust. Ja. Ey, da muss ich mich ja auch danach hinstellen. Ja. Das wollen die Leute sehen. The Dark T09 will außerdem wissen, wollt ihr nicht mal ein Live-Feedback per Google Hangout machen? Eignet sich sehr gut dafür. Hätte auch für Robin den Vorteil, dass er nichts bearbeiten muss und so weiter. Das stimmt eigentlich. Dürfen aber nicht hier Jessica Matz sagen. Jessica Matz darf man da nicht sagen, das stimmt. Ja. Da hat er wirklich recht. Aber gar nicht so schlechte Idee. Allerdings ist ja schon ewig geplant, dass wir mit Daniels Laptop mal in der Stadt live einen Stream machen. Und dann laufen wir so rum und ihr sagt, yo! Yo, geht mal da rüber zu der Person und macht XY und so weiter. Nein, yo, geh mal so da rüber zu der Nutte, die will mal unbedingt mal einblasen. Ja, so zum Beispiel. Genau, das könntet ihr dann sagen. Und wir müssen das dann live machen. Mhm. Ich mach das. Mann. So, noch zwei Fragen, MCM. Hältst du durch, ja? Jo, das ist da alles drin. Spider-Mike, wie groß sind eigentlich eure Penisse? Wollte ich gerade sagen, scheiße. 2 mm. Um Anna nicht aus sexistischen Gründen auszuschließen, die Frage, wie groß stellst du dir David Heinz' Penis vor? 2 mm. Naja, so entsprechend seiner Körpergröße. Das also hat nichts zu sagen. Also schon. Bereits Stück A. Nur weil du so einen Penis hast. Nein, aber bei David Heim denke ich mal, das ist der, ist so ein, also, aber das. Es geht gerade um mich, ja? Kannst du auch einfach den Mund halten? Ich wollte gerade aus der Hand. Der hat einen Penis bis zu seinem Knie. Ich wollte gerade aus der Hand. Und ich habe einen Penis, der geht bis hier hoch. Bis zum Bauchnabel. Auch. Wow. WhatsApp sagt was. WhatsApp sagt, ich war's nicht zu Hause. Ja, mein Schatz, danke. Ging gleich an die eigene Was ich sagen wollte, ja, ich fasse gleich an. Ich drehe mir mal Dreh dir mal eines. Hast mach du mal. Da bist du gleich dran, gell, mit den ganzen Fragen beantworten. Achso, ja. Was für Fragen? Na, es kommen dann noch ein paar Fragen an dich. Das ist der Sinn des Ganzen hier. Ja. So, Mr. Cake Grenade. Also, ich habe mir letztens nochmal das Video angeguckt, wo ihr Pong verarscht habt. Und ich finde... Ich finde echt, daraus könnte man ein echtes Format machen. Also je nachdem, ob betreffende Personen zusagen, würde ich auch gerne mal Gamepong verarschen. Habt ihr schon so ein paar Ideen? Nicht sagen, ist noch geheim. Ich weiß nicht mal, was du meinst, aber yo. Hab ich dir aber schon mal erzählt, du Assi. Ich höre dir halt nicht zu. Ich merke es. Geheimnis des gelben Kummers. Yo, okay. Also könnte man ein Format machen. Ich würde sagen, ja, ab und zu könnte man das echt mal am Tag machen. Und so halt mega schlecht, aber... Auch nur für den Zweitkanal oder so, denke ich mal. Aber ich fand's auch ziemlich lustig für so eine spontane Idee. Ich wollte einfach so dumme Ideen, wo du sonst immer Nein sagst, einfach mal Ja sagen und die für den Zweitkanal machen. Letztens hatte ich einer so gesagt, nee, aber ich dachte, für den Zweitkanal kann man allen Scheiß machen. Weißt du? Nee, für den Drittkanal kann man allen Scheiß machen. Nee, für den Zweiten kann man auch für den Zweiten wird auch schon outgesourced, sonst würde ich keinen Untertitel zum Beispiel machen. Wenn man ja, aber wenn man jetzt die Idee hat, die, weißt du... Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das Name... Yeah. Hello!
Hello and welcome to this wonderful tiny little bit of English content at the end of this video. Yeah, we absolutely forgot to record the English part last time we were together, and here I am now. I'm editing the video and thinking, hell, where the fuck is the English part? So here it is. I think it's completely fine for me to just answer your very small amount of English questions this time, just on my own instead of gathering a huge amount of people and answer them in the traditional feedback way. Yeah, so next time maybe there are more English questions and then we can answer them together instead of forgetting it. So, here we go. Yeah, command DJ. Cam on DJ, son. Yeah, absolutely. That girl that was putting her feet at Robin's face, she looked like my mother. Could you tell me her number, please? I go to Germany and buy her. So you're one of those who are attracted to their mothers. I think it's the... in Germany, it's at least the Oedipus complex. Maybe it's Oedipus in English as well, I don't know. Lepet says, for supporting the English comments too, I write an English comment. That's so nice of Lepet. Lepet is, by the way, the most active commenter on our main channel. There's this Google Analytics site who says community, I think. And you can Google, you can search for your most active subscribers or your subscriber with the most subscribers on his or her own. It's a pretty cool feature, in my opinion. And LePet is the most active guy or girl. I don't know. I think it's a guy. Slayerman210 says, what? What do all German comments think of my English comment? And Commentatus Cusardus says, it made me come. Yeah, me too. Yeah, as you can see, the English comments are not that. Their quality of questioning is not so high. I don't know what to say, but here it is. This is one comment I absolutely didn't want to miss because it was pretty nice. Slayerman27 says, in the last couple of weeks, you guys have pretty much changed my life, and I'm pretty much changing my accent and dialect from second to second. I've never exactly been self-conscious, but I never did any of the crazy things that I saw you guys doing. Okay, serious now. Now, after being here for a week, I've already done an annoying dancer down the biggest and busiest street in my country. You've made me realize that life is hell of a lot fun, lot more fun, when you just do shit like that. I just wish my friends would be like that too. They're scared of drawing attention in public. So yes, thank you guys for doing all this shit, which in turn made me realize that I want to do this shit too. Yeah, it's pretty amazing to receive such comments or private messages from people saying, yeah, you've changed my life or my viewpoint on things and so on. That's why I absolutely wanted to appreciate this comment. The other comments are not so... I don't want to say they are bad, but they are not so high on quality. Yeah, so I absolutely want to thank you, Slayerman210, and of course in the name of the other guys too. So thanks, and I hope you don't get into too much trouble because of us. Yeah, so maybe you can change your friends with your sudden change of lifestyle, who knows? Or maybe you find new friends who are as crazy as you are now. And yeah, do some crazy shit with them. Just don't get into too much trouble, that would be not so cool. So, Cloaked SRO says, if my eyes don't deceive me, that's The Witcher 3 Wild Hunt t-shirt on the right. Yeah, it totally is. I'm
pretty psyched for The Witcher 3, but I'd rather see a Dragon's Dogma 2, so if you haven't played it, do it. I love Dragon's Dogma, and you shall too. So, last question, I think, from Slayerman 210 again. Also, I'm wondering where you guys are getting your costumes and shit. I'd love one of these Pink Rabbit costumes Robin and Daniel use. So, maybe it's a disappointment for you, but you can't buy them. It is self-made. The mother of a friend of mine, he was in a feedback as well, his name is Sammy. She did it for me, and it was a gift for Christmas. Yeah, it was Christmas, and it's pretty awesome. But Daniel's costume isn't really a rabbit, it's a bear, and I think it's a... I don't know how they are called in English. The Glücksbärchis. Maybe I can Google it, and then I'm gonna write it right here. Yeah, you can buy that one, but I think Google is your friend, and just type in pink bear or pink rabbit suit or something like that, costume. Yeah, and you're gonna find something, I bet. Yeah, but my rabbit costume is self-made, so it's unique on the whole planet. Yeah, so that was the total amount of English questions. And next time we're gonna answer them together, at least with Herr Rudis. And who knows, maybe there are many more English questions next time, but unfortunately the percentage of English viewers is now lower, and maybe you are discouraged because of all the German comments, at least the percentage, you know. I get the feeling that you feel a bit alone when you comment in English, and there are 80 to 90% German comments now after we were on that TV show. So yeah, but don't be, we are very happy if you write us. So do it if you have something, and you don't need to answer questions. Maybe you have some critique or some feedback otherwise about our videos, about our second channel, about anything. We are open for that. Or you have such a nice comment like Slayerman had with his life-changing experience in Nostella TV. Yeah, so. And last but not least, I think I know how to pronounce your name. It's Faye, isn't it? Alabaster Skin Faye. You didn't comment this time, but hopefully you do it now under this video, because, yeah, absolutely. So, Alabaster Skin Faye. Is it right? Yeah. So.